Grüße, liebe Gamer-Freunde, zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Wir sind gerade, wir versuchen eigentlich... Das hilft euch nicht! Gesteht, ich bin der bessere Mann! Du bist ein Feigling, wenn du dich dahin versteckst. Wir sind gerade bei den Schweizern irgendwie gelandet. Ah, jetzt funktioniert es. Ich weiß nicht genau, was wir hier... Scheiße! Verfehlt? Hey, halt! Was habt ihr getan? Ich muss von hier verschwinden? Ja. Da ist ja eigentlich nur eine, da kommen wir nicht hoch, okay. Wieso haben wir eigentlich nur eine Klinge hier? Wieso haben wir nur eine Klinge? Wo ist denn unsere zwei Klinge? Ja, Enzo. Ja. Ja. Also, wir sind auf jeden Fall zurück und versuchen gerade einen Schweizer zu finden. Und es scheitert jetzt sowieso wieder daran. Aufgrund von diversen tollen, dynamischen Kameraperspektiven. Ja, recht on. Herrn zu... Ja, und jetzt? Ihr seid ja witzig. Achso. Oh, tschüss! Ups, da bin ich jetzt tatsächlich. Damit habe ich tatsächlich meine Schuhe. Da bin ich zu weit gesprungen. Und ich habe definitiv, glaube ich, die Wirbelsäule von Ezio umgebracht, so wie er da lag. Umgebracht, vorhin gebrochen. So. Bleib mir von Leibwasser sieben! Ja, aufgrund von diverser komischer Kameraeinstellungen, die jetzt folgen, wird es sowieso ein bisschen schwierig für mich wieder. Weil, wie soll man denn hier... Dankeschön. Ihr ermüdet mich! Das meine ich zum Beispiel, man sieht richtig, ich versuche gerade auszuschalten. Dann kommt ihr mit dem Leben davon! Kann man den nicht auch abschießen? Diese Mine wird euer Grab, Assassin! Und jetzt backt der da rum. Also sobald man versucht, auf den irgendwie drauf zu schießen, versteckt er sich. Ja, gut, weiter so! Und wie gesagt, man sieht richtig, ich versuche gerade auszuspringen und er springt einfach komplett schief, weil es einfach nicht anders funktioniert. Weil man eben nicht gerade ausdrücken kann und dann läuft er eben nämlich... Also es funktioniert auf jeden Fall nicht. Ich glaube, ich muss hier einmal hinter stehen bleiben. So wie er das eben auch die ganze Zeit macht. Wir nehmen schon mal direkt den Weg hier rum. Oh ja, bitte. Ja, bitte. Mach bitte. Ja. Bitte. Ja. Aber. So, das meinte ich zum Beispiel. Genau das meinte ich. Ich bin gerade ausgesprungen. Weil für die Figur an sich wäre das jetzt ein gerade Aussprung. Aber du springst mit der Kamera. Das bedeutet, wenn du eine schiefe Kamera hast und gerade ausspringst, dann springt die Figur für dich schief. Und deswegen passiert sowas. Und das ist richtig essen, dass das halt so übersetzt wird. Weil das ist für solche Sprungpassagen, ich meine, das sieht schön aus, klar, aber für den Spieler ist es einfach grausam. Weil der muss dann sich irgendwie wieder komplett eine andere Steuerung aneignen, beziehungsweise es ist einfach unkontrollierbar. Und das ist richtig nervig. Und deswegen hasse ich diese dynamischen Kameraperspektiven bei Assassin's Creed auch so, weil die es einfach nicht drauf haben in der Hinsicht. Komm aus deinem Loch, kleines Häschen! Ich sehe schon wieder, ich laufe ja geradeaus einfach mit der Figur. Und guck mal, wie weit links ich gelaufen bin. Ich muss da so gegensteuern, dass die Figur an sich quasi einen geraden Weg einschlägt. Gebt auf, dann kommt ihr mit dem Leben davon! Ich werde auch so mit dem Leben davon kommen, wenn ich mich nicht die ganze Zeit hier selbst umbringe. Um es mal
ganz ehrlich, schlag die noch mal, zu formulieren. Wo? Ja. Ich hasse diese Kameraperspektive, aber das sage ich schon seit dem ersten Teil. Ich hasse diese Kameraperspektiven in Assassin's Creed. Ich meine, es sieht schön aus, ja, man muss natürlich auch ein bisschen die Umgebung würdigen, aber für den Spielfluss ist es so anstrengend. Ich finde, es ist so. Deswegen bin ich auch immer so gereizt bei der ganzen Sache, weil es einfach so ätzend ist, weil ich, klar würde ich das ja einfach alles springen können und dergleichen. Das wäre ja kein Problem, es würde ja auch viel mehr Spaß machen. Aber man muss ja diese verdammten Kameraperspektiven hier einbauen. July. Ihr ermüdet mich. Ich verstehe gar nicht, was er, aua, was er da gesagt hat. Ich bin jetzt mal wirklich rechts gelaufen. Also nicht geradeaus, wie ich eigentlich hätte sein können, sondern ich müsste wirklich jetzt rechts laufen, um so weit rechts zu landen. Das ist doch verrückt. Verrückt ist das. Bravissimo! Diese Mine wird euer Grab, Assassin! Assassin! So. Da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtiger gesprungen. Ihr ermüdet mich! Ja, du ziehst richtig gut, Kollege. So, ich, wir machen das jetzt aber ein bisschen vorsichtiger, weil ich nicht mehr nicht habe, noch mal das ganze Stück hier. Ich habe gesagt vorsichtiger. Weil ich nicht die Lust habe, das ganze Stück nochmal. Oh! Jetzt auch noch eine Dusche nehmen. Und das Holz ist bestimmt auch nicht morsch oder feucht oder sonst was. Vergesst den Schatz. Ich werde unermesslich reich sein, wenn ich Cesare euren Kopf bringe. Vielleicht bringe ich ihm den euren. Nein! 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 Tja. Nehmt die Mine, wenn ihr wollt. Ich will sie nicht. Du wirst elendig verrecken. Und jetzt hat er einfach eine komplett andere Stimme und dann denkst du auch nur so, was soll das? Hä, was ist das für ein komischer Kampf gerade? Kann das sein, dass wir beide hier voll feststecken? Naja. Was zur Hölle? Es ist ein ganz eigenartiger Kampf gerade. So, es hat sich ausgeschweizert leider. Aber es ist so lustig. Ich liebe diesen Akzent. Der Akzent ist genial. Einfach genial in dem Spiel. Genial. Genial. So. Hier ist übrigens dann der Schatz. Aber auf diesen unauffälligen... bei diesem ganz unauffälligen Schalter im Schrank, aber gut, dass ihr die ganze Mine absucht. Ja, clever von euch gemacht, clever von euch, Templer. Da. So, und dann haben wir jetzt tatsächlich sogar einen Templerschatz. Ich weiß gar nicht, was ich hier... Er nimmt sich 3 Münzen und denkt sich, ja, reicht. Auf 4000 Florin. Okay. In den Heulkarren springen. Oh, wer hätte es gedacht? Wiiu! Witzig. Ich finde diese Mission wirklich immer wieder amüsant und schön gemacht, eigentlich. Das mit der vollen Synchronisation, das habe ich gar nicht gelesen, deswegen. Aber wie gesagt, wenn ihr 100% Run sucht, dann seid ihr falsch bei mir.
aber sowas von falsch bei mir. Höchstens vielleicht bei den meinen Lego-Spielen, da überlege ich mir der Zeit wirklich 100% zu machen, aber hier... Die beste Ware steht zur Hand. Wie witzig, da kommt man in so ein... Ihr wisst, was ihr wollt. Wieder raus. Witzig, wirklich. So, wir besuchen einmal die Rosa in Fiore und einmal die Kaserne und die Bank, um Geld abzuholen. Und wir müssten mal gucken, weil eigentlich sind unsere Assassinen soweit fertig und wir haben, glaube ich, zwei, die noch gelevelt werden müssen. Und tatsächlich bei dieser Templar-Mission, die wir gerade gemacht haben, ist das das zweite Mal, wo man so wirklich aktiv werfen muss. Sonst muss man das nie. Das ist total eigenartig, das eigentlich. Na, aber hier ist die Mutter nicht und die Schwester ist auch nicht da. Also gibt es hier auch erstmal keine Mission. Gucken wir mal eben in die Kaserne. Kaserne. Gucken wir mal eben in die Kaserne rein. Dann können wir auch eben hier, ne? Boah, den fehlt immer noch so ein bisschen XP, ne? Kann nicht wahr sein. Oh! So, 850, das sollte genug XP sein, damit wir die letzten zwei Rekruten auch zu Assassin machen können. Und danach werde ich mich auch von diesen Missionen distanzieren erstmal, weil ich mir denke, es muss eigentlich nicht sein. Ich glaube, ich habe letztens eigentlich schon... Ne, die PC hier, der Name ist so komisch von der Tante, von Bartholomäus Frau, ist aber auch anscheinend nichts. Das heißt, wo ist die Hauptmission? Ach, wir müssen eh zu uns. Perfekt! Perfekt. Gehen wir einmal da zur Bank gehen, bevor wir die Mission weiterspielen. Und dann können wir die Hauptmission weiterspielen, weil wir haben wirklich nicht mehr viel zu machen an Nebensachen. Und das, deswegen mache ich das auch super, super gerne. Einfach erstmal diese Nebensachen, die Welt ein bisschen kennenlernen, alles auf. Man bekommt die ganzen guten Sachen schon mal im Voraus. Das heißt, die Missionen werden sowieso ein bisschen einfacher nachher sein. Wow. Okay, voll der Bug. Volpe, wie geht's in Roma? Sehr gut, Ezio. Die französischen und päpstlichen Truppen sind in Aufruhr. Dann ist es fast soweit. Ruft die Assassinen zusammen und holt Claudia. Sogleich? Ja. Ja. La Ashaya Vakin Mudlak, Belkulun Munkin. Die Weisheit unseres Credos steckt in diesen Worten. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Das sind auch alles Assassinen, die Rekruten, die da Claudia, stehen. Wir widmen unser Leben dem Schutz von Freiheit und Menschlichkeit. Mario, unser Vater und unsere Brüder standen einst an diesem Feuer, um das Dunkel zu besiegen. Jetzt gebe ich dir die Wahl. Trete bei. Oh. Oh. Ihr und ich, wir waren uns in vielen Dingen nicht einig. Niccolò! Aber ihr seid genau das, was der Orden brauchte. Ihr habt den Angriff auf die Templer geführt und die Bruderschaft neu aufgestellt. Nun muss Ezio den Platz einnehmen, der ihm zusteht. Als Anführer der Assassinen. Ezio, Auditore da Firenze. Von heute an seid ihr Il Mentore, der Hüter des Ordens und seiner Geheimnisse. Wo andere blindlings der Wahrheit folgen, bedenkend, nichts ist wahr. Wo andere begrenzt sind von Moral oder Gesetz,
Bedenkt, alles ist erlaubt. Wenn sie es jetzt noch synchron sprechen könnten. Ja, Schwesterlein, stürze ich in den Tod. Warum dieser schnelle Sinneswandel? Ich war stets auf eurer Seite. Ich war es, der euch nach Roma brachte und der die Explosion verursachte, als ihr aus der Burg floht. Die Mercenari, die euch im Kolosseum beschützten, waren auch meine. Nur, dass ihr es nicht wusstet. Maestro Machiavelli, Cesare kehrt allein nach Roma zurück. Und er reitet zur Engelsburg. Grazie. Nun? Es ist eure Entscheidung, nicht meine. Niccolo, hört bloß nicht auf zu sagen, was ihr denkt. Warum sonst sollte ich nach der Meinung meines besten Beraters fragen? Dann tötet sie, Mentore. Vollendet euer Werk. Ein guter Rat. Eines Tages schreibe ich ein Buch über euch. Tut ihr das? Fasst euch kurz. Tja. Und damit sind wir aufgestiegen zum Mentor. Und ich wollte eigentlich noch zur Bank. Aber ich denke, jetzt stürzt sowieso die Sequenz wieder ein. Ja, tatsächlich. Das heißt, wir haben sowieso gleich wieder total viel Nebenmission. Verdammt. Ich dachte, ich könnte jetzt mal ein bisschen der Hauptgeschichte folgen, aber nein. Schreibe mir schon mal auf, wie ich die Folge nennen möchte. Die Borgia. Sequenz 8. Ich denke mir immer, jedes Mal, wenn ich anfange, ein Spiel zu spielen, also das Assassin's Creed anzufangen, denke ich mir eigentlich immer grundsätzlich, oh ja, krass, ne? Die Hauptgeschichte, die ist ja wirklich schon richtig viel. Und dann, nö. Neue Auftragsattentate freigeschaltet. Ja, ich hab's befürchtet. Diese neuen Minen machen neue Auftragsfreigeschaltet. Prinzessinia. Aussuchen. Gibt's noch wen? Wir haben Geld. 50, 60, 100. Ne, es gibt nur neue Auftragsattentate anscheinend. Okay. Denke ich mal so, boah, die Hauptgeschichte, die war ja so umfangreich. Und ich denke mir gerade wirklich, dass die Hauptgeschichte, wenn man wirklich nur die Hauptgeschichte spielen würde, es wäre gar nicht so viel. Aber sobald man dann eben anfängt, alles andere noch zu machen, dann hat man eben richtig, richtig viel zu tun. So. Wir gehen jetzt mal wirklich richtig krass einkaufen. Wir kaufen nämlich jetzt auch mal die ganzen Waffen. Wir müssen dann gleich einmal gucken, was wir wieder auswählen wollen. Nein. Ja, ganz tolle Schwerter. Nicht genug Geld. Ach, krass. So, das war's dann. Ciao, Signore. Und empfiehlt uns bitte weiter. So, jetzt haben wir mal ein Kackschwert in der Hand. Das weiß ich auf jeden Fall. Bestimmt. Eigentlich das Schwert, was wir hatten, das war also schon echt das Beste. Wenn wir jetzt den Eingang zu unserer Base finden würden. Base. Unglaublich, ihr könnt doch nicht einfach. Wahrscheinlich ist der Schmied hier um die Ecke und ich bin einmal im Kreis jetzt gelaufen. Mit Sicherheit. Wie sollte es anders sein? 364 nur. Ich hatte über 60.000 jetzt eigentlich. Krass. Also ja, aber ich will das hier ja auch alles aufstocken. Deswegen habe ich jetzt so. Weiß nicht. Römisches Langschwert, das haben wir ja ausgewählt. Venezianisches Plus Plus. So, ach nee, warte, ist hier unten nicht das Schwert, das ist die coole? Minus 3, plus 3, nee. Dann wird's überhaupt schneller. Was haben wir hier? Hier sind, das sind sowieso die Waffen, die mich am wenigsten interessieren, weil das die ganzen Streitkolben sind, also die ganzen großen Waffen. Hier sind auch nochmal hier ist auch nochmal eine große Waffe. Das heißt eigentlich, das Schwert, was ich jetzt genommen habe, ist wahrscheinlich echt das Beste für mich. Das Venezianische auch noch. Nun gut. Liebe Freunde, die Folge ist vorbei. Das heißt, wir in der nächsten Folge Auftragsattentate werden gemacht.
Die Auftragsattentate werden gemacht. Vielleicht kriegen wir es hin, die anderen Sachen zu kaufen. Wir haben das Romulus-Grab hier. Oh, das heißt, wir kommen auf jeden Fall in diese hier. Das heißt, wir kommen hier in diesem Gebiet, in dieses Gebiet rein. Das heißt, erstmal hier machen. Und dann geht es auch schon geradewegs in die Engelsburg, die Hauptgeschichte weiterzuspielen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.